willkommen zurück bei Day of the Tentacle Remastered. Folge 5 für diese Woche und somit auch die letzte Folge. Wir werden es natürlich nicht ganz durchschaffen, das Spiel in dieser Woche, aber der Einblick, den wir bekommen, der ist ganz gut und der ist bisher auch sehr positiv. So, ich wechsle jetzt mal die Perspektive und geht zurück zu Bernard, aber da ist immer noch der Dr. Fred irgendwie an dem Safe dran. Also wir müssen irgendwas mit diesem saublöden Videoband nochmal machen. So, und das war ein Stockwerk weiter oben und irgendwas geht bestimmt auch noch mit dem Automaten, oder? Aber das werden wir rausfinden. So, wo ist denn eigentlich die Tante hingerollt mit ihrem Stuhl? So. Also. Das Videoband ist jetzt mal prinzipiell drin. Benutze Video. Das Band ist am Ende. Okay. Wir spulen mal zurück. Rewind. Und nehmen mal auf. Das habe ich schon beim letzten Mal probiert, aber habe es irgendwie nicht hinbekommen. So. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Huch. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Oben? Okay. Das Band ist am Ende. So, kann man das auch irgendwie langsamer abspielen? Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Steuerfahndung also. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Ich will den Rest auch so langsam sehen. Ist das hier langsamer? Ha! 101. 999. 57. Okay. Was auch immer da uns erwartet. So. Doktor Fred Edison. So. Steuer. Okay. Fahndung. Also wir müssen es uns jetzt auch anschauen. Bitte kommen Sie. Die IRS. Mit. Okay. So, dann haben wir jetzt den Code. Und dann können wir noch nach oben gehen, wenn die sagen, sie wollten nach oben gehen. Wie kriege ich nur den Kaugummi da weg? Der Safe ist geschlossen. Ja, aber wir wissen jetzt den Code. Mal sehen. 101. Ach, ich muss gar nichts selber eingeben. 999. 57. Mhm. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Dann nehmen wir den mal, was auch immer das ist. Ein Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Okay, ich glaube, mehr kriegen wir erstmal nicht raus. Gehen wir doch mal nach oben. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Sandy? Ja. Sagtest du, du hättest dort eine PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen.
Ich habe bemerkt, dass Sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Faszinierend. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Gut, dass wir Dr. Komischer Zufall. Die haben ja den gleichen Anzug an. Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Sag mal, wann ist der Einsendeschluss für einen BFD 206-ZZ-Illiquin-Antrag? Spätestens um Mitternacht nach dem 12. Arbeitstag. Was gibt's? Seid ihr Brüder? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Was habt ihr mit Dr. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn nebenan sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Sagtest du, du hättest sauber, was gibt's? Junge. Nichts für ungut. Okay, ich ist kann... Ist das ein W-390B-Sinn-Report? Scheinbar nichts Nein. machen. Hey, da kannst du nicht reingehen. Aha. Aber ich weiß ja, wie ich reinkomme über das Dach. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Übers Dach und den Kamin. Mhm. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Schinkendrops? Uff. So, wir klettern jetzt mal durch den Kamin nach oben aufs Dach. Wir brauchen noch immer noch diesen Anzünder. Schornsteinfeger! Ach, herrje! Ich habe jetzt ein Seil. Er ist in rotem Band eingewickelt. Hey, wo ist er hin? Ah, da bist du. Es gibt kein Entkommen vor der Steuerfahndung. Dr. Fred? Schläft wohl noch? Nimm. Hey. Spaß und Spiele, Doktor? Bleib einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Okay. Benutze? Das kann ich nicht machen. Er ist in rotem Band eingewickelt. Habe ich irgendwas, was hier helfen könnte? Ich habe noch eine Idee, was wir noch machen können. Jetzt nicht mit dem Doktor, sondern generell. So, zumindest diese Zähne, die da rumklappern, können wir... Weil die kann man bestimmt, hallo, mit dem Pferd verwenden. Ah, gefangene Zähne. Kleiner Rumpüpfer. So, nehmen. Zack. So, das Pferd ist aber in der anderen Dimension. Also in der Vergangenheit. Nein, da wollte ich nicht hin. In der Vergangenheit. Da muss man schon ganz schön ums Eck denken. Aber wenn wir jetzt die Zähne im Klo runterspülen.
Also, die Zähne im Klo. Das hat zumindest schon mal funktioniert. Und das Pferd war hier. So. Was aber bedeutet, wir müssen jetzt erstmal bis zum Klo latschen. Klappernde Zähne im Klo. Nehmen. So. Ob das schon was wird? Sind das die schöneren Zähne? Ich weiß nicht. So. Wenn ich jetzt diese Zähne hier rein... Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Okay, pass auf, wir verwenden die Zähne mit dem Pferd. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Okay, das hat jetzt schon mal nicht funktioniert. Was mache ich denn eigentlich mit den Spaghetti? Lasst uns doch mal hier hin wechseln. Vielleicht können wir hier irgendwas ins Klo... Das Tentakelschema. Ach nein, 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 jetzt kriege ich wieder einen Stromschlag. So. Ich muss aufs Klo. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. So. Die Frage ist auch, können wir ihr irgendwas schicken? Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Also wir müssen da irgendwie in den Keller. Aber wir brauchen ein Tentakelkostüm. Und der einzige Mensch, der in diesem Spiel nähen kann, ist hier in dieser Vergangenheit. Und ich stehe hier beim Pferd rum. Ah! Okay. Huch. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Dann holen wir mal das Schema, weil vielleicht kann uns ja diese Lady aus dem Tentakelschema ein Kostüm nähen. So, jetzt müssen wir halt den ganzen Weg wieder zurücklaufen und gucken, ob das funktioniert. Also man braucht schon ein bisschen, bis man nach und nach auf diese schrägen Ideen kommt. War das hier?
So, jetzt passt mal auf. Ein Tentakel im Wind. Die näht überhaupt gar kein Kostüm. Sondern das hängt jetzt da oben irgendwie. Hängt das jetzt hier oben an der Tür? An der Tür am Ahnenmast? Und kommen wieder hin? Nee. Hier hängt nichts. Und vor allem haben wir dann das Problem, wie kommen wir mit ihr dahin? Weil da hat ja die Kurbel gefehlt. Und an diese Maus müssen wir auch irgendwie kommen. Und es war doch irgendwie so, dass dieses Bett gequietscht hat. Und die Maus... Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Man einfach nur die Matratze austauschen? Wohin damit? Wohin damit? Okay, scheinbar nicht. Wechseln wir doch mal kurz wieder hier. So, wir müssen jetzt irgendwie an das Schema kommen, also an das Kostüm. Sieht langweilig aus. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So, und jetzt ist mir wieder schlecht. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? So. Hier hoch. So, und jetzt hängt da dieses Kostüm. Eine Größe für alles. Na, komm. Da komme ich so nicht dran. Ja, verflucht. Da komme ich so nicht dran. Die Kurbel fehlt. Ja, aber wo kriege ich denn jetzt die Kurbel her? Das macht keinen Sinn. Nein, das macht wirklich keinen Sinn. Okay, ich habe ja hier die Kurbel. Ach Gott, ja, ich kann die Kurbel ins Klo werfen. Jetzt muss ich da wieder zurück aufs Klo. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier. So, komme ich hier irgendwie... Genau, dann gehe ich gleich hier. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. So. Hau nicht nochmal ab. Nein, aber ich muss aufs Klo. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, und dann ist mir wieder schlecht. Na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Menschlein. Es ist so süß. So. Kurbel im Klo. Perfekt.
Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. So, und jetzt ist mir wieder schlecht. Ah! So. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Überhaupt nicht auffällig. Gar nicht. So, aber jetzt habe ich eine Kurbel. Ha. So. Strafregister Kleptomane. So, aber jetzt pass mal auf. Jetzt bin ich nämlich ein Tentakel. Und kann vielleicht endlich nach unten ins Labor. So, die Frage ist nur, kann ich mich jetzt mit dir unterhalten? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Hi, my name is Namensschild. Ha, wofür könnte man das wohl gebrauchen? Mikrowelle, Recycelmaschine, Loch. Was war hier nochmal? Da steht Öffner. Können jetzt aber mal gucken, ob wir endlich hier diese Uhr benutzen können. Und ob wir nach oben können. Ja. So, also, öffnen. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpurtentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Okay. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Aber wir hey, kommen nach blödes oben. Tentakel! Das Eis sieht ziemlich alt aus. Kenne ich nicht. Will ich nicht haben. Sieht bequem aus. Keine Zeit dafür. Dekorativ. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Ach, das ist diese Zeitkapsel, ach Gottchen. Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Schade um die Zähne. Okay, vielleicht können wir die Jefferson geben. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Aber mit dem Skalpell vielleicht. Ich glaube nicht, dass es damit aufgeht. Nicht?
Das ist schade. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Okay, mal weiter ins nächste Zimmer. Hallo, Mumie. Interessantes Mannequin. Er ist zu schwer. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Es ist kein großer Unterschied, mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Ich sollte jetzt gehen. Bequem. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Ein lila Flamingo. Klassisch. Total klassisch. Nicht mein Geschmack. Aber eine Lavalampe. Cool. Keine Chance, das ist gefährlich. Das kann ich nicht machen. Mit was können wir die Verlängerungsschnur denn? Okay, ich habe jetzt ein Verlängerungskabel. Rollschuhe? Die könnten vielleicht schon hilfreich sein. Ja, danke. Diese Sorte haben sie beim Film. Sieht zu schwer aus. Sieht zu schwer aus. Okay. Dann lasst uns mal weitergehen, weil hier haben wir auch noch eine Tür. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Oh oh. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Ah! Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Er sieht etwas älter aus, als ich ihn in Erinnerung habe. Ein bisschen. Na gut. Auch hier geht's noch lang. Richterliche Hochsicherheitszone. Ah ja. Dann lassen wir die Trophäen sehen. Oh. Kann nicht, es ist hinter dem Glas. Geht nicht, das Glas stört. Okay, aber der Essensgutschein? Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Okay, schauen wir mal, was wir damit anfangen können.
Immerhin können wir uns jetzt frei bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Nur wie kriege ich jetzt den einen Tentakel von der Uhr weg? Möchtest du vielleicht mein Mensch sein? Besser nicht. Besser du glaubst das. Und was ist mit dem anderen hier? Besser nicht. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakelclub. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verweste Eichhörnchendärme? Gütiger Himmel! Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid, nein. Niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Du bist ein richtiger Fährtenleser, oder? Kaum. Ich kriege sie alle, egal wie lange es dauert. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Okay, so viel dazu, aber jetzt könnten wir ja auch raus. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. War ich zu auffällig? Okay, eine Katze. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Was für ein schlechter Anstrich. Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Ja, ja, pass mal auf. Hier. So, aber jetzt muss ich immer noch da nach unten. Ha! Wie kriege ich nur diesen Tentakel da weg? Ob ich hierfür irgendwie die Maus brauche? Wir schalten nochmal um. Irgendwie muss ich an diese Maus. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Hm.
dieses Gegrinse. Schade um die guten Zähne. Ob das was mit Jefferson zu tun hat. Und auch hier in diese Vorschlagsbox. Ah, Moment. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hm. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ich habe es verstanden. Okay, was könnten wir denn in diese Vorschlagsbox? Ich will nicht. Okay, keiner von denen vielleicht? Ich will nicht. Wie war der Wortlaut nochmal? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Gibt es denn irgendetwas, was ich noch herumschicken könnte? Spaghetti? Die Farbe? Mit was könnte man den Menschen verjagen? Also, wir gehen jetzt nochmal zur Toilette. Vielleicht kann ja jemand anders diesen Brief gebrauchen. Aber kann er diesen Brief gebrauchen? Ah, ja, vielleicht mit dem Spielzeugdesigner. Besser nicht. Nein? Besser nicht. Okay. Dann bin ich jetzt auch gerade ein klein wenig überfragt. Ja, ich glaube aber, dass die letzte Folge für diese Woche inzwischen lang genug ist. Ja, ich möchte mich bei euch ganz herzlich fürs Reinschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß mit Day of the Tentacle Remastered. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich spiele jetzt auch noch ein kleines bisschen weiter, denn das ist wirklich unterhaltsam. Es ist witzig, es ist irgendwie clever, aber auch ganz schön schräg. Mit diesen drei Zeitebenen, wo man alles verändern kann. Ich muss sagen, das war ein sehr, sehr guter Tipp vom Bär. Ich sag danke, Bärchen, und Daumen hoch. Bis bald!